Wir haben uns getrennt, so geht es weiter. Ich glaube, viele wissen das gar nicht, aber dabei ist es ja schon so ein relativ wichtiges Thema in der YouTube-Landschaft gewesen. So, auch wenn ihr den euch jetzt vielleicht nicht so gerne anguckt, ich möchte trotzdem, dass ihr ihn als Mensch respektiert. So, ich möchte jetzt hier keine Beleidigung dafür sehen, ihr werdet dafür genauso sanktioniert und strafrechtlich geahndet wie bei jeder Person, wo man auch davon ausgehen kann, dass die meisten ihn mögen. So. Ich möchte mir das gerne angucken und ich möchte jetzt nicht 30 Kommentare im Chat sehen, ich mag den nicht, das ändert nichts an der Situation, dass ich mir trotzdem Kuchen-TV angucken werde. Weil ja, ich bin auch ein bisschen böse auf ihn, auf das, was passiert ist, aber irgendwann, ja, ist halt auch, weiß ich nicht. So, man muss ihn ja trotzdem nicht beleidigen und trotzdem, ja, keine Ahnung. Ah, geil, was hat der eine... Nice. Ja, das ist... Warum? Wieso? Warum steht da oben einfach nur so übelst? Alter. So, wir gucken uns das Kuchen-TV an. Wir haben uns getrennt, so geht's weiter. Das MW3-Poster hatte ich tatsächlich damals auch ganz lange dran gehabt. So, obwohl ich irgendwie, ich glaube, ich habe 15 Spielstunden in MW3 und trotzdem hatte ich das Poster dran, so als ob ich der übelste krasse Fanboy bin. Die Rolex liegt nicht mehr da, das war schon unangenehm. Sei mal ganz ehrlich, als hier die Rolex lag, das war wirklich sehr unangenehm. Das muss nicht sein. Also, ja, besitzen ist ja eine Sache, ist ja auch egal, aber die da einfach hinlegen, so stumpf, ohne Sinn, das war schon... Was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Alkuchen. Ja, heute geht es mal so ein bisschen um die Trennung. Das haben vielleicht schon einige mitbekommen. Wir haben ja auf Instagram zusammen ein Bild gepostet. Manuel kann das ja einfach mal einblenden, damit er auch was für sein Geld tut. Ja, wo wir quasi gepostet haben, dass wir nach 6,5 Jahren getrennt sind. Das ist so crazy, Alter. Mir ist das auch gar nicht aufgefallen. Und auf einmal sind die getrennt. Das ist halt so... Ja, das war jetzt... Ja, die haben jetzt vielleicht nicht immer dadurch gepunktet, dass sie das übelste Traumpaar waren, aber trotzdem kannte ich die ja nur so. Und ich habe die ja auch öfter gesehen, so, weißt du, was ich meine? Und ich habe die ja immer nur zusammen gesehen. Und hier möchte ich noch ein bisschen darauf eingehen, allerdings nicht auf die Trennung an sich. Also ich werde jetzt nicht hier so irgendwelche Insider-Infos oder sowas ausplaudern. Aber oh Mann, Junge, ich dachte, du redest jetzt davon, wer ihr neuer Freund und sowas ist. Aber so ein bisschen generell halt darüber reden. Aber das muss erst, jetzt mal Real Talk, wenn man sich so trennt, also so nach außen hin wirkt es ja so, er hat ja auch im Stream schon ein bisschen geredet, dass sie sich so einvernehmlich getrennt haben, keinen Stress. Wenn die so 6,5 Jahre sich gegenseitig Treue geschworen haben, so, das muss schon geil sein, wenn du dann irgendwann getrennt bist und dann endlich mal wieder frei bist und dann einfach mal das Leben erkunden kannst. Das muss eigentlich schon ein ganz schönes Gefühl sein. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn man dann wieder komplett frei ist. Wie es mir geht, wie es weitergeht, auch wie wir das mit Noah machen, ne? Das haben auch sehr, sehr viele Leute gefragt und ich finde das wichtig, ne, dass man vielleicht auch gerade, wenn man ein Kind hat, dann, ja, dass auch viele Leute, ne, ich bin nun mal eine Person des öffentlichen Lebens, ne, viele haben das halt mitbekommen, ne, finde ich es halt sehr wichtig, dass man das hier auch dann nochmal wisst, dass wir auf jeden Fall nur das Beste für Noah wollen und uns da, denke ich mal, auch eine sehr gute Lösung haben einfallen lassen und zwar teilen wir ihn einfach in der Hälfte, jeder nimmt eine Hälfte mit nach Hause und dann ist gut. Ich nehme den Oberkörper, weil da muss ich keine Windeln mehr wechseln. Nein, also erstmal grundsätzlich zur Thematik. Also ich und Gina haben uns jetzt nach 6,5 Jahren getrennt. Das Ganze ist schon vor ungefähr 2 Monaten und so weiter passiert. Das Ding ist, ne, das ist ja öfter so, auch bei längeren Beziehungen. Man trennt sich und man weiß noch nicht, ist es jetzt aus, ist es nicht aus. Versucht man es nochmal oder nicht? Und deswegen haben wir auch erstmal, wollten wir Zeit vergehen lassen, auch vielleicht ein bisschen mehr, als wir halt gebraucht haben, damit man halt nicht... Pastinaken, hör doch mal einfach auf. Das war doch offensichtlich ein Witz gewesen. Mein Gott. Sagt, okay, es ist jetzt aus. Und dann 2 Wochen später heißt es, ah, wir sind doch wieder zusammen. Den Fehler haben wir schon mal gemacht. Wir haben ja früher, waren wir auch schon mal getrennt und dann irgendwie 3 Wochen später waren wir wieder zusammen. Und selbst damals haben sich dann voll viele meiner Zuschauer auch irgendwo zu Recht halt verfühlt. Ich meine, klar, ihr könnt nicht nachvollziehen, was bei uns halt da los gewesen ist und welche Gründe es gab, um halt vielleicht wieder zusammenzukommen. Aber ja, das kommt natürlich erstmal saukomisch rüber. Ne? Das ist ja irgendwo halt auch klar. Ja, tatsächlich ist es halt jetzt einfach so, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Also es gibt jetzt ja wirklich Leute, die sagen, ja, klar, das ist ein Skandal, ne? Ganz bestimmt. So, nein, also es gab jetzt nicht den Hallo, einen Toni. Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass es halt jetzt aus ist, sondern ich meine, wir sind 6,5 Jahre zusammen. Ich meine, wir waren 18 und 20, als wir zusammengekommen sind. Wir haben quasi unser frühes Erwachsenenalter halt zusammen erlebt und logischerweise entwickelt man sich als Mensch auch einfach weiter so und da ist es halt nicht ungewöhnlich, finde ich, dass man in dem Alter dann halt irgendwann nochmal sagt, okay, es passt halt einfach nicht mehr. Da ist auch nichts Böses vorgefallen, also wir sind auch im Guten auseinandergegangen, das war uns halt auch sehr, sehr wichtig. Also wir haben zumindest den Plan, dass wir uns auch noch so 1-2 Mal im Monat treffen, wenn Gina dann ausgezogen ist oder ich ins Haus gezogen bin, dass
dass man einfach mal miteinander ist, dass man weiter kommuniziert, dass man weiter am Leben... Ja, ob das so gut funktioniert? Also anderen, ich glaube, das mit dem Kind, das wird auf jeden Fall funktionieren. Einfach auch finanziell gesehen. Dahingehend schon. Also ich will ihn ja nicht vorwerfen. Ich glaube schon, dass er seinen Sohn liebt. Ich habe das ja auch in den Storys gesehen. Also das wäre das Letzte, was ich jetzt bei ihm glauben würde. So, aber ob man sich dann noch so mit der... Ja, weiß ich nicht. Mit der getrennten Person weitertreffen will. So am Anfang hat man vielleicht noch so dieses Bedürfnis, aber irgendwann wird einem die Person ja auch egal und man sieht darüber hinweg. Aber obwohl ich jetzt natürlich nicht von Beziehungen reden kann, die 6,5 Jahre gehen. Ich weiß nicht, wie da das Empfinden nochmal ist. Da ist es bestimmt nochmal ganz anders. Ich hatte jetzt nur 1,5 und 2 Jahre, so 6,5 ist ja schon eine gute Zeit. Einfach Teil hat jetzt nicht, weil wir uns wahrscheinlich gegenseitig jetzt so mies feiern, sondern halt natürlich auch für Noah, damit man da dann besser auf irgendwelche Sachen eingehen kann, wenn da mal irgendwas ist. Auch das war mir persönlich halt sehr, sehr wichtig. Wie wir das mit Noah machen, das haben mich wirklich sehr, sehr viele Leute gefragt, ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Wir machen das sogenannte Wechselmodell. Also wir machen das halt so, dass Noah eine Woche bei mir ist, dann eine Woche bei ihr, dann wieder eine Woche bei mir und dann wieder eine Woche bei ihr. Und das Ganze geht halt immer so hin und her. Ich denke mal, das ist fürs Kind einfach das Beste, denn ein Kind, finde ich, braucht halt einfach beide Bezugspersonen, also sowohl die Mutter als auch den Vater. Und ja, ich meine, wir beide lieben Noah halt logischerweise auch. Wir beide würden ihn wahrscheinlich auch zu 100% nehmen, davon mal jetzt abgesehen. Normalerweise ist es bei Trennungen ja auch sehr oft so, dass zum Beispiel der Vater auch von sich aus sagt, nein, mir reicht es, wenn ich mein Kind am Wochenende sehe oder wenn ich ihn in der Woche mal abholen kann oder so. Das machen wir halt nicht. Das Wechselmodell ist laut Studien halt das Beste, was man für Trennungskinder halt machen kann. Und deswegen haben wir uns da entschieden, das halt zu nehmen. Ja, ne, läuft dann halt normal ab. Ne, wann genau wir dann immer tauschen, müssen wir gucken. Ne? Aber wie gesagt, jeder kriegt ihn halt eine Woche und wollen auch damit Noah natürlich logischerweise auch weiter zusammenarbeiten. Also es ist jetzt dann nicht so, dass irgendwie der eine den anderen versucht, irgendwie den auszuspielen oder den als Druck mit... Ja, nochmal gucken, wie das funktioniert. Also ich habe jetzt schon oft in vielen Auseinanderbeziehungen, wo ein Kind durch entstanden ist, mitbekommen, so am Anfang ist die Motivation bestimmt irgendwann dafür da, aber die Leben entwickeln sich weiter voneinander. Also der eine findet einen Partner, sie findet einen Partner und dann lebt sich das alles auseinander und irgendwann wird einem das auch alles egaler und dann hat man vielleicht auch nicht mehr so ganz die Vorsätze, die man ganz am Anfang noch hatte. Na mal gucken. Mittel oder sonst irgendwas zu nutzen, sondern ne, wir wollen da halt sehr erwachsen mit umgehen, weil das Problem ist, also ich selber bin ja auch ein Trennungskind und da gab es auch so viel Beef im Hintergrund, wo ich mir auch so dachte, ey, ihr seid zwei erwachsene Menschen, so das muss doch alles einfach nicht sein. Und das Ganze, also hat mich... War das bei dir so? Hä, ich habe ja kein Kind, so... Wir haben ja keine gemeinsamen Verpflichtungen, so wenn ich mich von einer Frau trenne, so dann ist der Kontakt halt vorbei und dann gibt es auch keine Gemeinsamkeiten mehr, so dann ist man wieder fremd, wie man sich halt vor der Beziehung auch war. Was immer ein sehr komischer Gedanke ist, dass man so eins mit einem Menschen wird, so die innigsten Gedanken und die innigsten Intimitäten miteinander teilt und dann auf einmal von jetzt auf gleich ist man wieder entfremdet. Also natürlich nicht... Gefühltechnisch ist man nicht wieder sofort entfremdet, aber ich sag mal, heute, jetzt ist fast 2 Jahre her mit meiner Ex, für mich ist sie wieder komplett fremd. So, das ist kein Teil meines Lebens mehr, obwohl ich so viel Intimität mit ihr geteilt habe. Und das finde ich schon krass, diesen Gedanken, war, dass man in so ein komplett neues Leben eintaucht, so in ihrer Wohnung oder in der Wohnung der Eltern, lernt da die kennen und auf einmal ist alles wieder so verblasst und weg. So, als ob das ein DLC ist, was auf einmal weggenommen wurde und nicht mehr, worauf man keinen Zugriff mehr hat. Und das finde ich mal krass, dass es dann auf einmal wieder weg ist und dann, dass eine Zeit lang so ein wichtiger Teil deines Lebens war und dann ist es einfach nicht mehr da. So, das ist schon crazy. Ich denke über die Situation oft nach. Mich zwar nicht gestört, aber würde ich nur halt trotzdem gerne ersparen. Nur wenn man getrennt ist, kann man halt immer noch ein sehr gutes Elternteil sein. Ja, und sonst gucken wir einfach mal, wie das halt mit Noah läuft, aber ich denke, dass das kein Problem werden sollte. Dann haben auch viele Leute gefragt, wie es mir geht tatsächlich momentan, das habe ich auch jetzt schon öfter gehört. Ich muss tatsächlich zugeben, mega gut, weil es einfach eine sehr erleichternde und befreiende Entscheidung gewesen ist. Ich habe halt schon längere Zeit gemerkt, okay, 13 Jahre ist natürlich krank, aber das sind keine Erfahrungswerte, die ich in meinem Leben gesammelt habe. Ich weiß nicht. Nach 13 Jahren hat man nochmal natürlich, da hat man nochmal eine ganz andere Verbindung zu seinem Gegenüber als nach diesem ein Jahr Kinderbeziehung. Weißt du, was ich meine? Obwohl ein Jahr schon in Ordnung ist für die heutige Zeit so. Oder 1,5 und 2 Jahre. Ist schon eine Zeit, wo man jetzt nicht sagen würde, oh, du bist ein schnelllebiger Mensch, der ständig tauschen will. Aber natürlich, wenn man wirklich sein halbes Leben lang miteinander verbringt, dann ist es eine ganz andere Verbindung, die einen auch noch zusammenführt. Okay, das mit Gina wird halt irgendwie nichts mehr, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben. Ne? Wir haben
Wir haben einfach andere Lebensmittelpunkte, sage ich mal, also auf was wir uns fokussieren, was wir machen. Man ist nicht mehr so gut miteinander klargekommen. Das Problem ist, sage ich auch einfach ganz offen, Gina war meine erste Beziehung, ja. Also ich war vorher wirklich ein absoluter Loser. Bin ich jetzt auch, aber das kann ich durch die Reichweite halt ein bisschen kaschieren. Und ich hatte halt mega die Trennungsangst immer, weil das Problem ist natürlich, wenn man jetzt einmal diesen Cut hat und man ist halt jetzt auseinander, natürlich in 6 Monaten oder in einem Jahr, wenn beide noch Single ist, man kann natürlich immer wieder zusammenkommen, ist ja klar, gehe ich jetzt nicht von aus, aber wäre theoretisch möglich, aber erstmal ist es halt so ein Cut, wo man wirklich sagt, Alter, das okay, erklärt auf einmal auch diese ganzen Party-Stories, die Gina auf einmal immer gemacht hat und wie mich das in der Situation von Tim einfach aufregen würde, wie sie die ganze Zeit so schön gestylt dann vom Spiegel und dann, man, wir kennen das selbst, ich meine, ich will ihr das Recht der Freiheit nicht absprechen, um Gottes Willen, aber wir wissen ja alle, wie sich das anfühlt, wenn man sich trennt und auf einmal postet sie so Bilder, wie sie feiern ist und so tut, als ob nichts wäre. Zumal ich trotzdem der Meinung bin, dass Frauen schneller mit einer Beziehung abschließen können als Männer. So, also die Erfahrung habe ich für mich gemacht. So, vielleicht bin ich auch ein überemotionaler Mensch, aber die Erfahrung habe ich auf jeden Fall bei meinen ganzen 2 Beziehungen gemacht, die ich schon in meinem Leben geführt habe. Die Personen sind halt wieder frei. So, sie kann machen, was sie möchte und ich kann auch machen, was ich möchte. Und für mich war das immer so eine weirde Vorstellung dann so, okay, die ist halt Single, die wird sich ja auch wahrscheinlich mit anderen Typen und so weiter treffen, wie ich mich auch mit anderen Frauen treffe, logischerweise. Mann, Fosco, könnt ihr bitte mal einfach euer Maul halten? Wieso kann man sich denn nicht zurückhalten? Habt ihr so wenig im Leben, dass ihr wirklich da... Im Endeffekt wissen wir es doch nicht 100%. Er hat sehr eine Meinung ihm gegenüber provoziert, so eine negative Meinung ihm gegenüber provoziert durch seine Handlung, die er begangen hat, aber wir wissen es doch nicht. Hört doch mal auf. Hört doch mal auf, ihn Psycho nennen oder ein Typ, der seine Frau geschlagen hat. 100% wissen wir es doch nicht. Wir wissen es doch nicht. Hört doch mal auf. Ja, aber Fosco, das interessiert doch niemanden. Ich guck mir doch ein Video an. Das ist doch thematisch überhaupt nicht passend. Ihn denn auch noch zu unterstellen, dass er ein Es hört doch mal auf damit, es reicht. Digga, ihr geht mir auf den Sack. Und ich konnte halt die ganze Zeit nicht so... Ich verstehe das, ich verstehe schon, dass ihr Hass auf ihn habt. Aber hört doch mal auf damit, dadurch diesen Chat, den Chat irgendwie scheiße zu machen. Lasst uns doch mal jetzt einfach nur auf das Video beziehen und jetzt nicht wieder meinen. Also wirklich. Schätzen, okay, vielleicht nimmt mich das doch mehr mit. Also nicht, dass ich daran kaputt gehe und dann so denke, oh, hätte ich die doch behalten. Ne? Und ich glaube, es ist auch immer so diese Frage im Hintergrund, auch wenn die komplett irrational ist, ja, finde ich nochmal jemanden wie sie? So, ja, offensichtlich. Ne? Also gibt genug Frauen, da werden auch ein paar dabei sein, die auch korrekt sind auf jeden Fall. Ja, das du wirst erstmal miese Probleme haben, weil du warst 6,5 Jahre mit einer Frau zusammen und in den 6,5 Jahren tritt man natürlich auch viel näher heran. Man wächst zusammen auf, man bringt Verbindung zueinander, die halt einfach nur durch eine langjährige Beziehung entstehen. Und sowas wirst du so schnell bei einer neuen Frau erstmal nicht finden. So, weil dann fangen auch diese Vergleichswerte an. So, weißt du, dann warst du 2 Jahre in der Beziehung, lernst eine neue kennen und dann fängst du auf einmal an, diese Beziehung miteinander zu vergleichen. Ey, da war die viel besser gewesen. Natürlich war sie da viel besser gewesen, weil ihr miteinander gewachsen seid. Das ist, ja, natürlich gibt es da draußen viele Menschen so und man wird immer wieder glücklich werden, wenn man nicht danach sucht und das einfach auf sich zukommen lässt. Wenn man danach sucht, dann wird es schwierig und dann fängst du an zu verzweifeln und dann bist du am Ende wie ich, der bei jeder weiblichen Erscheinung, die in diesen Chat tritt, ob jetzt im Chat oder als Sub oder als Spende oder was auch immer gleich, oh mein Gott, eine Frau. Halt auf jeden Fall so die Angst, auch am Anfang, wo wir uns halt getrennt haben, ging das bei mir auch wirklich hin und her. Ich weiß nicht, so den einen Tag war ich so der glücklichste Mensch auf der Erde und dachte so, ja Mann, Digga, geil, alles richtig gemacht. Den anderen Tag richtig schlecht gelaunt, komplett down, kein Bock auf nichts gehabt, weil ich mir so dachte, oh nein, was habe ich getan, warum machen wir den Schluss? So und ja, aber jetzt seit längerer Zeit und auch seit dem Post und auch schon davor geht es mir damit einfach wirklich mega gut. Ist natürlich halt ein bisschen stressig, weil wir wohnen halt noch zusammen, also an sich, wie gesagt, sind wir im guten Auseinandergang. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns krass beefen oder sonst irgendwas, aber es ist schon halt eine komische Situation auf jeden Fall manchmal irgendwie halt logischerweise. Ne? Also Alter, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, so mit meinem Ex-Partner noch so weiter zusammenwohnen und dann auf einmal so diese Entfremdung und diese Kälte, das ist doch widerlich. Ich lebe auch auf der Couch, ich schlafe halt im Bett. Wenn sich Leute jetzt beschweren, das ist mein Bett, meine Wohnung, also ne. Ich schwöre, das ist so Kuchen-TV. Das ist so Kuchen-TV. Junge, nochmal. Couch, ich schlafe halt im Bett. Wenn sich Leute jetzt beschweren, das ist mein Bett, meine Wohnung, also ne, davon ist abgesehen, aber...
Das ist halt komisch. Ich bin zum Beispiel gestern nach Hause gekommen und wollte mir eigentlich Wasser aufsprudeln und dachte dann so, naja gut, die schläft da, weiß ich nicht, dann gehe ich da jetzt mal nicht rein und sprudel noch Wasser auf. Muss jetzt halt nicht unbedingt sein. Sowas ist aber natürlich halt sehr, sehr unangenehm. Ja, weiß ich nicht, ist halt nicht die beste Situation. Also wenn die immer noch dieselbe Couch haben wie damals, dann ist die wirklich bequem. Darauf kann man schon schlafen. Ich habe ja auf der Couch geschlafen damals. Hoffe auf jeden Fall, dass sie da schnell irgendwas anderes findet und dann halt auszieht. Ja, ansonsten kann ich eigentlich gar nicht so viel mehr dazu. Ey, gut, das bezieht sich auf die Zukunft, wenn die beide voneinander getrennt leben. Ei, komm. Sagen, also wie gesagt, mir geht's halt gut. Ich gucke nach vorne. Ich freue mich ehrlich gesagt einfach. Also ich weiß, ich bin da wirklich ja zu 100% einfach happy, diese Entscheidung halt getroffen zu haben. Geil. Also nichts gegen Tina als Person, ne? Aber man hat halt gemerkt, das tut einem einfach nicht gut. Es ist auch nicht so, dass eine Person Schluss gemacht hat, sondern wir haben halt einfach gemerkt, okay, es läuft immer schlechter. Dann haben wir uns halt wirklich mal hingesetzt, haben halt vernünftig miteinander geredet und sind tatsächlich dann auch zusammen zum Entschluss gekommen, halt dann Schluss zu machen. Was ich auch halt sehr wichtig finde, weil ich denke, wenn beide Personen, sag ich mal, schon so dieses Gefühl haben. Ich auch. Ich hoffe, du warst nach mir auf der Couch. Alter, ist schon ein bisschen her. Ich glaube, das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her oder so. Keine Ahnung. Haben, dass das die beste Entscheidung ist, dann ist das auch, also ist es natürlich immer noch mal leichter, als wenn eine Person da zum Beispiel richtig krass dran hängt. So, ne? Und deswegen ist das eine sehr gute Situation auf jeden Fall gewesen. Und ja, wie gesagt, wir wollen da kein Beef oder sonst irgendwas haben. Ne? Wir wollen einfach auch gerade für Noah halt weiter zusammenhalten. Und ja, mir geht es gut. Ich bin glücklich, Digga. Ne? Ja, ich sehe da halt die übelsten Parallelen zu meinen 20 Videos, die ich während meiner Trennungsphase gemacht habe, wo ich den Schmerz irgendwie versucht habe, durch YouTube zu verarbeiten. Und ich habe halt oft die Videos gemacht, oh, ja, mir geht's gut, jetzt bin ich wieder frei, bla bla bla. Im Hintergrund, ich war den ganzen Tag down und habe geheult, Mann, also sorry. Ich weiß nicht, wie das wirklich aussieht. Ich kann mir schwer vorstellen, so, ja gut, KuchenTV kann halt auch, ja, ist schwierig, ihn als Mensch dahingehend einzuschätzen. Ich kann zu mir einfach nur sagen, ich glaube nicht, dass man 6,5 Jahre einfach runterschlucken kann und einem das auf einmal egal ist. Ich dachte wirklich so, oh, Trennung, das wird schwierig, wer weiß, aber gar nicht, Digga, also wirklich einfach überhaupt nicht. Ich habe gar keine Momente mehr, wo ich so denke, boah, okay, das ist halt schon schwierig. Nee. Dieses jetzt nochmal darauf anspielen, das könnte man psychologisch gesehen, könnte man das jetzt als auffliegende Situation betrachten. So, das hat er jetzt zu sehr in den Vordergrund gebracht und dadurch könnte man vielleicht vermuten, dass ja, jetzt hier durch Aufdringliches darauf hinweisen, wie wenig ihn es interessiert, man daraus vielleicht die Vermutungen herausziehen könnte, dass ihn das in Wirklichkeit innerlich doch wahrlich kränkt. Nee, ist es gar nicht. Also irgendwie, ja, hat man sich da dann doch irgendwie mehr Angst gemacht, als man sich hätte machen können. Genau, ja, viel mehr gibt es dazu halt tatsächlich auch nicht zu sagen. Ansonsten, ich überlege noch, nee, aber eigentlich ist das so alles, was ich in dem Video sagen wollte. Ne? Also wie gesagt, mir geht's gut. Um Noah wird sich halt auch sehr gut gekümmert. Ja, es ist nichts Konkretes vorgefallen. Weil das Kind kann am wenigsten für die Situation. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dann. Okay, thanks, bye. Gut. Ja, so, dann haben es jetzt die Leute auch nochmal mitbekommen. Wie gesagt, für mich war es auch krass. So, ich habe jetzt auch nicht mehr ganz so extrem viel KuchenTV geguckt. Ich gucke ihn immer noch ab und zu. So, und das war schon krass, wo ich das mitbekommen habe, dass sie sich getrennt haben. Alter Schwede, mein lieber Scholli. Das war natürlich eine Situation, die hat mich erstmal, die war komisch, ist einfach so. So, und auch wenn viele ein Problem mit ihnen haben, darf man halt nicht vergessen, dass KuchenTV trotzdem ein krasser Bestandteil von YouTube Deutschland ist. Und trotzdem finde ich das interessant. Und auch wenn er gebaut hat und ich auch eine Zeit lang ziemlich sauer auf ihn war, muss man halt auch irgendwann mal wieder anfangen zu chillen, Alter. Junge, deine Freundin geht jetzt 12-mal fremd und ihr verzeihst du und immer wieder, oh, ich liebe dich, oh, du bist die Liebe meines Lebens, aber KuchenTV hat irgendwann mal vor einem Jahr, so, weißt du, krieg dich mal ein, Alter, so. Ich meine mal, ja, ist was passiert ist, aber Junge, bleib mal locker, Alter.